Hallo zur nächsten Folge von You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Heute mit einem kleinen Dessert vom Grill. Gegrillte Erdbeeren mit Marshmallow und einem Minzzucker. Was ihr dafür alles braucht, zeige ich euch jetzt. Das sind die Zutaten, die ihr braucht. Zum einen natürlich frische Erdbeeren, Marshmallows, frische Minze, die habe ich mir gerade aus dem Garten gezupft, ein bisschen Zucker, Holzspieße und ein Mörser. Als erstes putzt ihr die Erdbeeren. So, die Erdbeeren habe ich jetzt vorbereitet, also einfach unten den Strunk abgeschnitten. Ihr nehmt euch einen Holzspieß und steckt ein Marshmallow drauf. Und danach einfach eine Erdbeere mit der Spitze nach oben da drauf. Das Ganze also so schön abschließt, dass ihr es also gleich so auf den Grill stellen könnt. Und jetzt bereite ich die anderen Erdbeeren erstmal vor. So schauen jetzt also die fertig vorbereiteten Erdbeerspießchen aus. Die kommen jetzt gleich auf den vorgeheizten Grill und dann mache ich jetzt mal den Minzzucker. Das mit dem Minzzucker ist ganz einfach. Ihr zupft euch die Blätter von der Minze ab. Das sind jetzt ungefähr 3 Esslöffel Zucker. Und dann wird das Ganze jetzt durchgemörsert. So, der Minzzucker ist fertig. Schön grün, schön minzig. So, der Grill ist für indirekte Hitze vorbereitet. Und dann nehmt ihr euch die Erdbeerspieße und setzt sie. So, die Spieße stehen jetzt auf dem Grill. Deckel zu. Und dann schauen wir in 5 Minuten mal, was draus geworden ist. So, 7 Minuten bei 200 Grad sind rum. Die Marshmallows haben sich leicht verändert. Wenn ihr die Erdbeeren vom Grill nehmt, müsst ihr dem Marshmallow noch ein bisschen nachhelfen. Ihr müsst ihn also runterdrücken, dass die Erdbeere quasi so einen richtigen Marshmallow-Mantel bekommt. So, da stehen sie also, die fertigen Erdbeeren. Und da kommt jetzt noch einfach ein bisschen von diesem Minzzucker oben drauf. Wo ich auch ein bisschen was davon auf die Arbeitsfläche machen. Die Erdbeeren kurz da reinsetzen. Das ging heute mal ganz schön flott. Hier das fertige Resultat. Ein Marshmallow mit einer Erdbeer drin mit Minzzucker. Sehr lecker. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen.